Der Halbzylinder. Der Halbzylinder ist der kleine Bruder vom Doppelzylinder und ein Cousin vom Knaufzylinder. Warum und weshalb erkläre ich gleich. Der Halbzylinder ist, wie es der Name schon sagt, ein halber Zylinder. Aber eigentlich nicht ganz korrekt. Wenn ihr euch das anschaut, hier bei der Schraube wäre ja eigentlich exakterweise die Mitte. Es ist aber hier hinten nach der Schraube noch ein kleiner Popo dran, nämlich genau der. Und der wird bei den meisten Herstellern in Schrägstrich 10 oder 0 angegeben. Technisch gesehen sind das hier genau von Mitte Schraube bis raus 10 mm. Also ein Halbzylinder kann heißen 30 Zehen, 35 Zehen, 40 Zehen, 70 Zehen. Alles andere ist mir keinen Halbzylinder, wenn hier nicht 10 steht. Ausnahme ist, es gibt manche Hersteller, die schreiben das als 30-0, 40-0 und so weiter und so fort, wäre auch noch zulässig. Aber zum Beispiel ein 30-20, den es zum Beispiel gar nicht gibt, das wäre kein Halbzylinder. Wofür nehme ich einen Halbzylinder? Einen Halbzylinder nehme ich erstmal hauptsächlich für Schlüsselschalter, hauptsächlich für zum Beispiel Fenstergriffe. Da kann ich auch einen Halbzylinder reinmachen. Ich kann ihn reinmachen bei Vorhangschlössern. Das ist eine Sonderform eines Vorhangschlosses, damit ich den unten reinbekomme. Es gibt die Möglichkeit des Schlüsselschrankes und so weiter und so fort. Es ist also schon mal, wenn man so will, eine Sonderform. Die Sonderform sagt auch aus, dass diese Schließnase meistens in der Regel achtfach verstellbar ist. Also sprich, ab einer gewissen Klasse, Qualität von Halbzylinder, kann ich davon ausgehen, dass dieser Halbzylinder eine achtfach verstellbare Schließnase ist, um mir diese dann entsprechend anzupassen für die entsprechende Schalterstellung. Es ist aber nicht Standard, das muss ich jetzt gleich dazu sagen. Wo gehört ein Halbzylinder nicht rein? Ein Halbzylinder gehört nicht in eine Tür rein. Das sieht furchtbar aus, von außen Zylinder und innen nicht. Manche machen das bei Glastüren, weil Glastüren eben so schmal sind und man dann eben der Zylinder nach innen so weit raus sieht. Ja, aber wenn ich dann von außen zuschließe, komme ich von innen nicht mehr raus. Und eine Tür, wo ein Doppelzylinder vorgesehen ist, und ich dort ein Halbzylinder reinmache, fehlt mir die komplette Stabilität in dem Konstrukt Einsteckschloss und Beschlag. Von daher ist ein Halbzylinder, egal wieder die Schlüsselform, ob Wendeschlüssel oder der berühmte Flach- oder Kerbenschlüssel, spielt dabei keine Rolle. Zu den Schlüsselarten komme ich in einem späteren Video, was da der Unterschied. Das ist grundsätzlich erstmal ein Halbzylinder. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer noch eins. Es gibt auch hier verschiedenste Halbzylinder-Nasen, und zwar in der Hinsicht, um zu sagen, mit zwei Schlüsselabzugstellungen, mit bedingter Abzug. Da gibt es ganz viele verschiedene Dinge. Auch hier wieder für euch ganz wichtig, wenn ihr zum Beispiel eine Aufgabenstellung mit einem Halbzylinder habt, dann müsst ihr vor dem Kauf der Schließanlage, der Gleichschließung prüfen, kriege ich diese Sonderform Halbzylinder mit spezieller Schließnase, zum Beispiel für einen Surferschrank, zum Beispiel, der mir gerade einfällt, auch in dieser Produktserie zu kaufen. Hier bietet sich immer ein Hersteller an, der ab DIN mindestens arbeitet und sehr viele verschiedene Produkte in seiner Palette hat. Hier ist der Fachhändler euer Ansprechpartner, wo er sagt, unsere Grundaufgabe ist, wir wollen ein Gebäude absichern, wir haben Surferschränke mit drin, wir wollen Vorhangschloss haben, wir wollen Fenster mit rein haben und so weiter und so fort, dass man sagt, ja, das kriege ich mit diesem Produkt eben hin. Eine Kleinigkeit noch zum Anschluss. Ja, es gibt Halbzylinder auch mit einem Knauf dran, das gibt's. Deswegen sage ich, der Cousin vom Knauf, also das gibt's auch in Kombination für Sonderlösungen. Und natürlich auch ein Halbzylinder hat natürlich die gleichen Zuhaltungen und Abtastungen wie der Doppelzylinder auch, aber halt nur unten auf der Hälfte. Das soll es zum Halbzylinder gewesen sein.